Die Krimis über Thabo, genau. Den kleinen Detektiv. Und zu meiner großen Freude wird der erste Band im Herbst in die Kinos kommen. Das ist da, direkt da in der Gegend im letzten Jahr gedreht worden. Ach, das ist ja toll. Ja, freue ich mich schon. Wie schreibt man denn Kinderkrimi? Da muss man ja aufpassen. Ich meine, es darf ja nicht zu spannend sein, es darf nicht brutal sein. Wie baut man sowas auf? Also es gibt so Hemmschwellen. Ich habe noch nicht über Mord geschrieben. Das würde ich irgendwie nicht so gerne tun. Ja, Sie müssen einen Spannungsbogen finden. Ich habe früher auch so kleine Fernsehdrehbücher geschrieben. Ich glaube, die waren nicht besonders gut. Aber dazu habe ich Bücher über das Drehbuchschreiben gelesen. Und ein Drehbuch hat ja auch immer einen bestimmten Spannungsaufbau. Ja. Das hilft bei der Planung des Krimis. Und planen tue ich ja sehr rational. Alle Bücher plane ich sehr rational. Aber wenn ich dann anfange zu schreiben, dann lasse ich mich einfach treiben. Sind Sie denn eine disziplinierte Schreiberin? Also haben Sie feste Zeiten? Setzen Sie sich dann hin und sagen so, jetzt schreibe ich so und so viele Stunden am Stück? Nein, so nicht. Also ich schreibe gerne morgens als erstes, weil ich morgens am wachsten bin. Und dann schreibe ich, solange ich durchhalte. Also mein Puls wird immer schneller und schneller und mein Blutdruck höher und höher. Das fand ich früher ganz verrückt. Ich habe gedacht, ich mache doch nichts Anstrengendes. Bis ich Frank Stetzing in meinem Interview gehört habe, der genau das Gleiche gesagt hat. Offenbar ist, was da im Kopf passiert, dann doch auch so anspannend. Ja. Das sind im Schnitt 3 Stunden, ja. Schreibe ich nicht. Und weil wir jetzt so viel über das Lesen gesprochen haben, wie viel muss man denn lesen, um so viele Bücher schreiben zu können, um immer wieder so produktiv sein zu können wie Sie? Naja, ich habe schon eine Menge gelesen und ich lese auch immer noch eine Menge, so wie die Mentorin, die Lesepatin, das da eben auch gesagt hat. Aber ich glaube immer, wenn Kinder mich fragen, ich will später Bücher schreiben, was soll ich denn da machen, was für Tipps kannst du geben? Dann sage ich, lesen, lesen, lesen. Und alles, was du gelesen hast, ist irgendwo in deinem Kopf abgespeichert. Das weißt du selbst gar nicht. Das ist in deinem Unterbewusstsein. Aber das hilft dir dann beim eigenen Schreiben später. Ja, und ich habe schon gesagt, Ihre Bücher sind ja indirekt auch immer was für Erwachsene. Aber können Sie sich vorstellen, irgendwann auch mal ein Buch nur für Erwachsene zu schreiben? Bisher fällt mir immer noch so unglaublich viel für Kinder und Jugendliche ein, dass ich glaube, ich versuche das abzuarbeiten. Ich glaube, so alt werde ich gar nicht, dass ich das noch schaffe. Naja, also ich finde auch diese Bücher, im Grunde braucht es auch gar nicht nur für Erwachsene. Es ist viel schöner, wenn es für alle ist. Morgen kommt jemand übrigens, der hat ein Buch nur für Erwachsene geschrieben, nämlich über Mütter. Hermann van Veen, Sänger, Schauspieler, Songwriter, Schriftsteller, man kann einfach alles. Ich freue mich sehr auf ihn. Jetzt können Sie sich erstmal auf Ihr Landesprogramm freuen und Ihnen ganz herzlichen Dank, Kirsten Beuhe, für diesen wunderbaren Besuch und all die schönen, wichtigen Themen, die wir gesprochen haben. Vielen Dank. Bis morgen. Guten Abend, Hamburg. Am Dienstagabend mit mir im Studio für die Nachrichten auch heute Merlin Fettes. Guten Abend. Und das sind die Themen in den kommenden knapp 30 Minuten. Warum die Ärzte streiken, dann Hamburgs neues Riesenbauprojekt und wir haben Kohle für Küken. Jahrtausende Ärzte sind heute in mehreren Bundesländern für eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. In Hamburg folgten über 2000 dem Aufruf der Ärzte. Standen diesmal Trillerpfeifen und Plakate. Heute Morgen vor der Endoklinik in Alt.